herzlich willkommen zu Lindemanns Wochenshow, eine neue Ausgabe die Woche hier in Berlin. Ja, was war hier gewesen? Es war wieder Plenarsitzung diese Woche gewesen und in der Plenarsitzung ist unser Antrag Ortsumfahrung Ahrensfelde neu gestalten behandelt worden. Wir fordern eine bürgerfreundliche Lösung, die nicht das Wohngebiet in Marzahn-Nord zerschneidet. Das haben wir dargelegt, dafür haben wir Pläne vorgelegt, wie man das vernünftig machen kann. Und natürlich, oh Wunder, unser Antrag wurde von allen anderen Parteien, von CDU, von SPD, von Grüne und auch von den Linken, im Berliner Abgeordnetenhaus abgelehnt. Das heißt, die Altparteien möchten lieber, dass das Wohngebiet in Marzahn-Nord zerschnitten wird, dass also quasi eine vierspurige Autobahn mitten durch das Wohngebiet durchgeht. Und das sind natürlich Zustände, die wir nicht hinnehmen. Wenn Sie morgens Ihr Fenster aufmachen, gucken auf eine vierspurige Autobahn, die durch Ihr Wohngebiet durchgeht, oder Kinder, die zur Schule wollen oder die spielen, stehen vor der Autobahn. Das sind doch keine Zustände. Und dann war das Argument von den Altparteien, naja, jetzt ist es halt so. Ja, wir sagen, nein, es ist nicht halt so. Natürlich, der Stau an der Märkischen Allee und auch in Ahrensfelde ist unerträglich, der teilweise kilometerlange Stau. Und wir brauchen eine Ortsumfahrung, wir brauchen eine vernünftige Ortsumfahrung. Dafür gibt es vernünftige Pläne. Über Wohletalstraße, Blumberger Damm, hat man die Möglichkeit, Kemp-Nadener Straße dann durch die Grünfläche eine echte Ortsumfahrung zu bauen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze zumindest teilweise unterirdisch zu führen, damit die Menschen nicht gestört werden durch diese Ortsumfahrung. Und das haben wir beantragt. Aber wie gesagt, die Parteien geben lieber Geld für irgendwelche linke und woke Gaga-Fantasien aus, für irgendwelche linke bis linksextreme Vereine, als wie für eine vernünftige Ortsumfahrung, die mehr Lebensqualität für die Menschen in Marzahn und auch für die Autofahrer bedeuten würde, die dort täglich teilweise stundenlang im Stau stehen. Wie gesagt, wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall dran und werden uns weiter dafür einsetzen, auch wenn unser Antrag abgelehnt ist. Wir arbeiten in allen Parlamenten daran, dass diese Zerschneidung des Wohngebietes nicht kommt. Ja, was ist noch so passiert diese Woche? Diese Woche ist einiges passiert. Da schauen wir mal ins Ausland, da schauen wir mal nach England. England hat ein Hijab-Monument aufgestellt, also ein Denkmal für Kopftuchfrauen. Ja, auf der einen Seite wird immer gesagt, so Staaten wie Saudi-Arabien, wie schlecht die Frauen da behandelt werden, oder auch im Iran, wo es angeblich den Frauen so schlecht gehen soll. Und es wird immer gesagt von dieser linksgrünen SPD-grüne FDP-Regierung, wir müssen mehr für die Frauenrechte in den arabischen Ländern tun. Aber hier feiert man ein Monument für das Kopftuch. Und das Kopftuch ist das Symbol der Unterdrückung der Frauen. Ja, in Hellersdorf, bei uns im wunderschönen Bezirk Marzahn-Hellersdorf, gab es mal wieder eine Schießerei. Ja, wer waren die Schützen? Was war gewesen? Offensichtlich Moldawier, die da in Asylheimen untergebracht sind, haben sich irgendwie in den Streit geraten und schießen da rum. Warum sind Moldawier überhaupt in einem Asylheim untergebracht? Moldawien ist ein sicheres Land. In Moldawien ist kein Krieg. Es gibt auch keinen Grund, aus Moldawien zu flüchten. Moldawien ist sogar EU-Beitrittskandidat, also ein Land, was der EU beitreten will. Und für ein Land, was der EU beitreten will, da gibt es überhaupt keinen Grund, den Menschen, die aus diesem Land kommen, Asyl zu geben. Denn wer käme auf die Idee, Menschen aus Frankreich, aus Niederlande, aus Österreich oder Italien hier Asyl in Deutschland zu geben? Es gibt da keine plausiblen Gründe. Darum kein Recht auf Asyl. Und darum brauchen wir diese Menschen auch gar nicht in irgendwelchen Unterkünften unterzubringen. Sondern wenn jemand auf die Idee kommt, aus Moldawien hier Asyl zu beantragen, können wir das in einem Schnellverfahren ablehnen und die Menschen ruckzuck in ihre Heimat zurückführen. Und wir brauchen dann auch nicht noch Tausende von Euros auszugeben, um die Menschen zu beherbergen und zu verpflegen, die offensichtlich keinen Anspruch und kein Anrecht auf Asyl haben. Ja, weiterhin, was noch so passiert ist, unsere liebe weltreisende Außenministerin hat natürlich sich gedacht, sie muss mal wieder eine Reise tun mit dem Regierungsflieger, ganz klimafreundlich und klimaneutral natürlich. Ja, aber sie ist dann gar nicht selber mit dem Regierungsflieger geflogen,
Frau Baerbock ist mit dem Auto gefahren, mit dem klimaschädlichen Auto, und hat den Regierungsflieger ganz klimaschädlich hinterherfliegen lassen. Also Frau Baerbock, wenn Sie hier uns etwas von Klimaschutz erzählen, dann gehen Sie doch bitte mal erstmal mit gutem Beispiel voran, bevor Sie hier die Bürger drangsalieren mit Ihren ideologischen, schwachsinnigen Klimafantasien. Ja, Sie fahren mit dem Auto und lassen den Regierungsflieger leer hinterherfliegen, aber die Bürger sollen quasi mit der Eselkarre fahren oder mit dem Fahrrad oder sonst irgendwie zu Fuß laufen. Das kann es ja wohl nicht sein. Also gehen Sie mit gutem Beispiel voran und schikanieren Sie die Bevölkerung hier nicht. Ja, unser SPD-Kollege Pistorius von seinesgleichen Verteidigungsminister will wieder Munition, Raketen und Panzer für viele Millionen Euro in die Ukraine schicken. Diese vielen Millionen Euro, wo kommen die her? Das ist natürlich Ihr hart erarbeitetes Steuergeld. Das ist Steuergeld, was uns hier in Deutschland für die deutsche Bevölkerung fehlt, was Herr Pistorius in die Ukraine schickt. Ja, dazu habe ich auch ein Fernsehinterview gegeben und habe das auch den Menschen im Fernsehen erklärt, genauso wie ich es Ihnen sage. Frieden schaffen geht nur mit Diplomatie. Es gibt nur diplomatische Lösungen. Waffen schaffen keinen Frieden. Waffenlieferungen schaffen nur noch mehr Leid und Elend und Tod und Krieg. Und Waffenlieferungen kosten unser Steuergeld, was wir hier brauchen für Schulen, Kitas und unsere Infrastruktur. Ja, dann waren die Klimakleber auch wieder fröhlich unterwegs in Berlin. Die sind ja mittlerweile Dauergast in Berlin. Die reisen hier ständig an. Ja, diesmal haben sie nicht nur die Straßen blockiert, diesmal haben diese Klimafetischisten das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert. Mindestens 35.000 Euro Schaden, das heißt, die Reinigung des Brandenburger Tors kostet mindestens 35.000 Euro, wahrscheinlich sogar viel, viel, viel mehr, weil das nämlich Sandstein ist, der da gereinigt werden muss und die Farbe sehr schnell einzieht, also sehr schwieriger Reinigungsprozess. Ja, und wer darf es am Ende bezahlen? Sie dürfen es bezahlen, der Steuerzahler. Wir sagen ganz klar, diese Klimaterroristen gehören eingesperrt, diese Klimaterroristen gehören vor Gericht gestellt. Es kann nicht sein, dass diese Klimaterroristen die Bürger in Berlin und auch anderswo in Deutschland weiter terrorisieren. Das wollen wir so auf keinen Fall haben. Ja, dann war natürlich auch unsere liebe Freundin, die Innenministerin Faeser, wieder sehr aktiv diese Woche. Frau Faeser hat gleich mehrere Schnapsideen diese Woche losgelassen und hat damit quasi den Vogel abgeschossen. Frau Faeser möchte nämlich ein Wahlrecht für Flüchtlinge. Frau Faeser möchte, dass die zu uns gekommen sind, diese illegalen Migranten größtenteils, dass die jetzt alle Wahlrecht bekommen, dass die wählen dürfen. Das hat sie gesagt, will sie sich für einsetzen. Und natürlich, damit sie auch genug Wähler gibt, hat Frau Faeser gesagt, sie möchte den Familiennachzug für Migranten erleichtern. Also auch weiter entfernte Verwandten sollen jetzt im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland geholt werden dürfen. Und damit werden natürlich noch mehr unsere Staatskassen geplündert. Das heißt, ihr hart erarbeitetes Steuergeld wird dafür ausgegeben, dass noch mehr Migranten hierher kommen und sich hier ausruhen dürfen und sich hier sonnen dürfen. Das kann man so nicht hinnehmen, Frau Faeser. Diese Politik lehnen wir ab. Es darf kein Wahlrecht für Flüchtlinge geben und den Familiennachzug noch weiter auszuweiten und erleichtern. Definitiv ist auch keine Lösung, lehnen wir auch ab. Denn das Wahlrecht ist für die deutschen Staatsbürger, die hier in Deutschland leben und die sollen auch wählen dürfen. Genauso wie im Abgeordnetenhaus auch das Thema Wahlrecht am Donnerstag in der Plenarsitzung zum Thema gemacht worden ist. Denn alle Parteien, SPD, CDU, Linke und Grüne, möchten in Berlin für die Landtagswahl das Wahlrecht ab 16. Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, über ein Wahlrecht ab 16, aber mit 16 ist man nicht geschäftsfähig. Das heißt, mit 16 können Sie keinen Handyvertrag unterschreiben, rechtsgültig. Sie können keine anderen Verträge rechtsgültig eingehen. Es braucht immer die Unterschrift des Erziehungsberechtigten. Aber ein Wahlrecht mit 16 soll man dann ausüben können? Also man sagt, die Jugendlichen sind nicht reif, Verträge eingehen zu können, aber die Jugendlichen sollen reif genug sein,
wählen zu können. Da muss man sich wirklich schon überlegen. Also entweder ist man reif genug mit 16, dann kann man mit 16 wählen, sicherlich. Dann ist man aber auch reif genug, Verträge einzugehen. Und dann ist man auch reif genug, nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft zu werden. Weil das greift natürlich auch nicht. Dafür gibt es ja das abgespeckte Jugendstrafrecht. Ja, also man kann nicht sagen, auf der einen Seite sind die Leute reif, auf der anderen Seite sind die Leute nicht reif. Ich persönlich würde sagen, das Wahlrecht ab 18 reicht vollkommen aus. Das ist vollkommen in Ordnung, so wie wir es bisher haben. Darum habe ich auch gegen diesen verrückten Antrag gestimmt. Ja, weil man kann nicht sagen, so ja, so nein. Also das muss man schon wirklich sich überlegen, was man will. Und darum, Wahlrecht ab 18 ist okay. Aber wie gesagt, im Parlament wurde das Wahlrecht ab 16 beschlossen. Für die nächste Landtagswahl in Berlin, voraussichtlich 2026, wird das Wahlrecht ab 16 kommen. Schauen wir mal, wie die 16- bis 18-Jährigen dann abstimmen. Wenn die Politik der Regierung weitergeht, werden es vielleicht sicherlich auch noch ein paar Stimmen für die AfD mehr dabei herauskommen. Ansonsten bleibt noch zu sagen, die Unterkünfte in Berlin sind voll. Berlin hat keinen Platz mehr. Und der CDU-SPD-Senat in Berlin will jetzt weitere Massenunterkünfte planen. Er will auch Hotels anmieten und Pensionen anmieten, weiterhin, um illegale Migranten unterzubringen, anstatt die 17.000 oder 18.000 mittlerweile, also fast 20.000 Ausreisepflichtigen in Berlin mal endlich abzuschieben und anstatt die Verfahren einfach mal zu beschleunigen. Also, Sie sehen, es ist einiges passiert diese Woche in Berlin. Ich halte Sie weiter auf den Laufenden, denn jeden Samstag gibt es hier auf YouTube Lindemanns Wochenschau und am Montag ab 18 Uhr, wie jeden Montag, können wir dann live diskutieren bei unserem Live-Event. Da können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können natürlich auch über meine Webseite www.gunnar-lindemann.de Ihre Fragen einreichen und dann werde ich diese am Montag bei meinem Live-Event gerne beantworten. Ich freue mich auf Sie und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende, liebe Freunde. Ich bin hier heute mal in meiner Mazama Dacia, mal nicht in meinem Büro, ja, und genieße jetzt mal ein bisschen das Landleben quasi dieses Wochenende für 2 Tage und freue mich natürlich am Montag wieder auf euch. Tschüss!